So, hallo zusammen. Mein Name ist Fitzfuchs und heute gibt es eine Runde, dieses neue hier, wie heißt es denn? Yoshi's Crafted World in der Demo-Version. Und wir können hier auswählen, ich habe das Spiel gerade gestartet, wir können das auswählen in der entspannten, der klassischen Variante. Ich nehme mal die klassische Variante. Ich denke, es wird sehr, sehr laut vom Ton her. Ich konnte noch nicht viel testen. Ja, ich werde den Ton gleich anpassen müssen. Ich kann den Modus jetzt halt ändern und ich muss meinen Monitor auch mal einstellen. Ich habe mal wieder Lust auf, und jetzt kommt ein ganz klassisches Let's Play. Es ist nur eine Demo-Version, die soll so um die 45 bis 50 Minuten gehen. Ich werde das wohl in zwei Teile unterteilen und dann nacheinander auf meinem Kanal dann auch mal freischalten. Das Spiel kommt Ende März raus. Ich nehme dieses Video, diese zwei Videos wahrscheinlich Mitte März auf. In bester Qualität. Ja, es ist zu laut, ich muss mal anpassen. So, wir gucken mal, ob es so passt. Ich habe ja rechts den Regler bei mir auf der Aufnahmesoftware. Dieses Spiel ist Cuteness Overload. Ich sag's öfters mal gerne. Es ist, glaube ich, das knuffigste Spiel, was jemals programmiert wurde. Und genauso sieht es auch aus. Wir spielen das jetzt einfach mal und gucken uns das an. Ich versuche nach ca. 20 Minuten, 25 Minuten den Cut zu machen. Und dann geht es im zweiten Teil weiter und dann ist das hier Ganze abgeschlossen. Wenn mir das Spiel zusagt, ich weiß nicht, ob ich mir das holen wollen würde. Ich habe mich aktuell ein bisschen auf Hand-Showdown eingeschossen in den Livestreams aktuell. Macht mir viel Spaß. Ist auch super easy, abends einfach mal Stream anschmeißen und ein bisschen zocken. Aber trotzdem habe ich auch Bock auf Nintendo-Sachen und das sieht schon sehr niedlich aus. So. Wird natürlich nicht viel zur Auswahl. Und zwar Dampflokrennen und... Okay, müssen wir schon nicht Dampflokrennen machen. Dann machen wir doch mal Dampflokrennen. Ich bin... sehr gespannt. Ich habe nur ein paar Videos gesehen. Ich kann ehrlich noch nicht viel sagen. Und auch Premiere, ich werde das nicht nachbearbeiten. Das heißt, ich nehme das auf, tue das hier mit dem Intro und mit dem Aufnahme wieder automatisiert beenden. Und dann wird es einfach auf YouTube hochgeladen. So, ganz normal bewegen. Da hinten gibt es nichts. B ist Zunge, A ist Springen. Ich kann mit X schlagen, Y macht mal noch nichts. Können wir den Kollegen hier? Ja. Essen und schon haben wir ein Ei. Kann ich jetzt mit Y? Nein. Ah, ich kann mit X zielen. Okay. Hi. Ne? Es sieht einfach richtig knuff. Also das Yoshi's Woolly World für die Wii U und auch für den 3DS kam es ja auch noch. Das sah ja schon niedlich aus. So ein bisschen auf Wolle getrimmt. Okay, dann darf ich nicht essen, aber ich darf hier rein. Aber das übertrifft es ja nochmal. Okay, ich kann auch mit... Ah, ich kann mich noch ducken. Mit L1. Okay, es ist gleich. Ob ich jetzt Z, L oder L nehme. Okay, Tasten sind wohl mehrfach doppelt belegt. Kann ich mit dem Steuerkreuz... Ich kann nach oben gucken. Kann ich aber auch laufen. Okay, ich kann auch mit dem Steuerkreuz laufen. Relativ simpel. So, Flatterflug. Halte A gedrückt, damit Yoshi flattern kann. Gucken wir mal. Ich stehe nochmal so dieser... können wir schneller laufen eigentlich? Sieht nicht so aus. Aber ich will diese Münze da. Wir laufen gleich schnell. Ich glaube nicht, dass wir rennen können mit Y. Okay, da haben wir sie. Und es gibt hier Sonnen einzusammeln. Wir gucken mal, ob wir darüber springen können. Ach, wunderbar. Wir hätten ihn auch essen können. Ah, jetzt können wir da hochlaufen. Also ein bisschen dreidimensional. Ich muss zugeben, sowas gab es noch nicht. So ein Spiel, also Jump'n'Run, klar, aber mit so Pappe und... kann ich mir unendlich Eier holen? Nachdem Yoshi ein Gegner mit mir verschluckt hat, legt er ein Ei. Das haben wir gerade festgestellt. Und dann nehmen wir mal. Komm, wie viel kriegen wir denn? 4, 5, 6, 7. Ah, okay. Irgendwann ist auch Schluss, ne? Bei 6 Eiern nach Adam Riese ist Ende Gelände. Okay. Wäre auch, glaube ich, irgendwann zu viel des Guten, ne? Und nu? Okay, also drücke X, damit dein Fadenkreuz erscheint und ziele. Das hatten wir ja gerade schon. Ich habe im Spiel schon hinvorgegriffen. Also X.
Wie kann ich denn in den Hintergrund zielen eigentlich? Okay, wir machen erstmal hier. Und, Moment. Ah, ich kann mit B wieder abbrechen. Wunderschön. So. Ach, ein Traum. Aber wie gesagt, ich bin natürlich hier auch nicht wirklich die Zielgruppe. Hier ist natürlich ein viel, viel jüngeres Publikum, wird da angesprochen. Aber ich bin Nintendo-Fan und deswegen tue ich mir das hier einfach mal gerne an. Kannst du mal feuern jetzt? So. Ah. Okay, wir haben also auch Leben. Ich lasse mich jetzt mal treffen, was passiert. Okay, wir verlieren. Ein paar Herzen. Ich glaube, ich muss echt das Spiel noch leiser machen. Am Schluss hört man mich kaum. Ich kann das nicht nachbearbeiten. Das ist genau mein Problem. Wenn dieses Spiel zu laut ist oder zu leise, ich nehme hier nur eine Tonspur. Ich hoffe, ich nehme nur eine Tonspur auf. Egal. Oh. Wie kann ich die jetzt einsammeln? Ah, die sind da drüben. Okay. Ach so. Ah ja. Okay, wir können also auch nach oben zielen. Dann geht er auch noch manchmal nach hinten. Wir haben keine Eier mehr. Nein. Ah, wie lustig. Was ist denn das braune Ei? Zu lange in der Sonne gelegen. Nee, Quatsch. Feuern. Natürlich wollen wir die Yoshi-Münze noch und... Warte mal, können wir hier auch Dinge kaputt schießen? Ach, wie lustig. Okay, auf jeden Fall witzig. Auf jeden Fall witzig. Das haben wir gerade gemacht. Okay, gib mir noch ein paar Eier. Könnte man sagen, es ist ein leicht militaristisches Spiel, weil er mit Eiern alles abschießt. Aber nein, natürlich nicht. Dafür ist es viel zu knuffig. Ich sehe schon, komm, wir müssen wahrscheinlich hier, oder? Yep. Jetzt. Okay, das ist wohl ein Checkpoint. Jetzt tut dieses Spiel natürlich eine völlig neue Dynamik entwickeln, wenn ich halt auch nach vorne und hinten schießen kann, ne? Ach, wie immer. Falls du denkst, hier gibt es Juwelen, vergiss es. Wie auch bei, was habe ich gespielt auch auf meinem Kanal? Super Mario, ne Quatsch, Mario und Rabbids. Da war ja auch Baby Bowser mit dem Vogel hier an der Seite. Übeltäter Nummer Uno. Das ist, wirst du diesen Ort nie verlassen. Ohne einen Zug hast du keine Chance. Viel Glück bei der Suche nach den fehlenden Teilen. Okay, also wir müssen diesen Zug jetzt zusammenbauen. Sonst fährt hier gar nichts mehr. Ah, da ist ja schon ein Teil. Die guten Yoshi-Münzen. Warte mal. Ah, geht nicht. Ah, ist abgeprallt. Okay, wir brauchen Eier. Ah, da oben. Moment. Also allein auf die Idee zu kommen, das Spiel so zu programmieren. Es ist einfach schön. Ja, es ist für eine viel jüngere Zielgruppe, aber Nintendo hat ja auch so ein bisschen den Ruf, alt und jung zu vereinen. Es geht auch, also so ein bisschen zeitlos auch. Es geht natürlich auch zu zweit, das Spiel in der Demo glaube ich nicht, aber ich glaube die Vollversion geht auch zu zweit. Da gab es ein Teil und eine Sonne. Hä? Ach, wir schleppen das jetzt mit uns rum. Oh. Ähm.
Habe ich nicht schon einen Teil gefunden irgendwo? Na, wir sammeln mal weiter. Auch rote und blaue Eier. Da ist ein Teil. Wie er mit den Eiern alles abballert. Wie lustig. Ein rotes Ei. Okay, wir bringen das mal zum Ziel. Nein. So. Okay, ein Teil fehlt noch. Wir waffnen uns nochmal. Wir können jetzt auch hier rein. Ach. Okay, das war's. Es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ziel hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ich habe noch gar nicht aus dem Thumbnail, das habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Mal ein Yoshi's Island Shirt an. Und natürlich habe ich Yoshi hier auch an meiner Seite, aber der Junge ist grün. Deswegen man im Greenscreen natürlich nicht viel von ihm sieht. Wer hätte es gedacht? Deswegen auch für ein braunes Yoshi-Shirt entschieden. Nicht grün. Für vor dem Greenscreen. Ja. Ich hätte erstmal eine Testaufnahme mit dem Ton machen sollen. Ich sehe es schon kommen, das ist am Schluss viel zu laut. Und ich schmeiß den Scheiß hier weg. Oder lad's nicht hoch, oder... Auf jeden Fall, ich lad's in einer Qualität hoch. Also eigentlich das Beste, was man hinkriegen kann. Bin mal gespannt, was YouTube am Schluss draus rendert. Wenn es dann hochgeladen wurde. Komme ich hier irgendwie... Ah. Komme ich hier nicht irgendwie weiter? Und ja. Oh, ich habe eine Sonne. Ah, nee. Fast übersehen. Aha. Moment mal. Okay. Da geht's leider nicht weiter. Hol uns nochmal ein paar Eier. Ja. Trotzdem, den Kollegen würde ich gerne noch eins vor die Mütze geben. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ja. Okay. Was sagt die Uhr? Ja, wir werden auf jeden Fall noch auf den Zug aufsteigen. Also wird natürlich jede Menge abwechslungsreiche Level geben. Man kann die Level auch rückwärts laufen oder rumdrehen irgendwie. Also so dann quasi diese Welt von rückwärts bereisen. Ob das jetzt hier in der Demo schon gezeigt wird, weiß ich nicht. Aber das habe ich im Trailer gesehen. Sah natürlich auch ganz nett aus. So, wir haben den Zug repariert. Wir holen uns nochmal ein paar Eier und dann fahren wir damit, hätte ich gesagt. Und dann gucke ich in die Aufnahme mal rein, ob ich den ganzen Kram hier nochmal spielen darf. Oder ob es zum Ton her passt. Mal gucken. Und du? Ah ja. Aber, also so knuffig. Und das hat auch, also auf, ich sage mir, auf die Idee zu kommen. Das so zu programmieren, dass man so dreidimensional durch diese Welt hier durchfährt. Ein Traum. Gut, jetzt wird es ein bisschen verschwommen. Es ist halt immer noch die Switch, ne? Das ist keine PlayStation 4 Pro. Nein! Verdammt. Okay. Das ist mal wieder mein hervorragender Aiming-Skill, den ich auch bei Hand Showdown immer mal öfters gerne beweise. Aber in der letzten Aufnahme, wo ich das hier aufnehme, 31 oder so, habe ich auch was getroffen. Wenn er mal Bock hat nachzuschauen und das passende Alter erreicht hat. Ach, das war der Level schon. Ja. Okay.
Es ist ja, wie gesagt, nur eine kleine Demo-Version, ne? Die haben irgendwas gefasst. Ich habe was gelesen von so 50 Minuten. Wenn wir jetzt den ersten Level in 15 geschafft haben und nur noch ein zweiter da ist, wage ich fast zu bezweifeln, dass wir hier 50 Minuten voll kriegen. Und dann würde ich sagen, ja, ich habe eine Sonne nicht geschafft. Oder eine Sonnenblumengesicht. Wie auch immer. Ladevorgang. Hält sich wie immer bei der Switch relativ gering, wobei die Demo ist natürlich auch installiert. Nicht auf dem Cartridge, aber trotzdem. Ach, sieh mal einer an. Oh, gleich mehrere von denen. Was willst du tun? Suche sie. Wir suchen sie. So, berühre ein Schnuffelchen, damit es dir folgt. Okay. Also ich hätte jetzt noch abbrechen können. Und werden weitergehen können. So wird quasi der gleiche Level nochmal benutzt. Und ihr seht schon, es wird S1 angezeigt für Spieler 1. Also wird es auch einen Spieler 2 geben. Damit hätten wir quasi schon die Frage geklärt. Das gab es übrigens auch bei Super Mario, New Super Mario Bros. Wii U, Deluxe oder so. Und jetzt spielen wir den Level übrigens rückwärts, ne? So viel dazu. Oh, da ist der zweite drin gewesen. Oder? Nein. Oh, komm mal her. Jetzt kommen wir an Stellen, an die wären wir so nie rangekommen. Aber den Level quasi andersrum spielen. Es ist lustig. Also, wie gesagt, ob ich jetzt das ganze Spiel streamen und spielen könnte? Ich bin halt nicht die Zielgruppe. Ja, ich mag Nintendo-Spiele, ich mag Yoshi offensichtlich. Also würde ich das hier nicht tun. Aber ich weiß halt nicht, ob ich... Also für... Ah, da hinten. Da hinten. Aber für jüngere, für die jüngere Zielgruppe ist das ein spitzen Spiel. Also macht Nintendo alles richtig. Okay, den dritten brauchen wir noch. Halt auch die Rückseite, ne? Da sieht man, dass das eine Schokolade ist. Also wahrscheinlich irgend so eine Milchpackung, die überklebt ist. Da haben sie sich die Mühe gemacht, verpixelte Nährwert drauf und Recycling und so. Liebe zum Detail. Wunderschön. Wunderschön. Ach so, die kommen da jetzt immer wieder raus. Ja, ja. Auch hier, der Barcode. Könnte ich mich beömmeln. Ja. Handle Move Care. Okay. Hallo. Wo ist denn der letzte hier? Also ich spiele das Spiel jetzt natürlich... Ah, da ist er. Und nun? Also wir haben sie doch alle. Hier ist der Ausgang jetzt beim Start oder so? Oder muss ich jetzt wieder zum Ausgang laufen? Ah. Okay, der Ausgang ist in dem Fall beim Start. Sie haben sich halt die Mühe gemacht, den Level einmal dreidimensional in zwei Richtungen zu programmieren und er wird gleich doppelt verwendet. Also, finde ich eine lustige Sache. Und, einfach schön. Das muss nicht immer Bum-Bum sein und jemanden killen über Fortnite und Co., sondern man kann auch, ach, unter 2,30 ist noch extra gegeben, egal. Man kann auch einfach mal so Spaß haben und, ja, ich habe Spaß. Auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin, ich sag's immer wieder. Ja, es ist eher was für etwas jüngere Generation. Aber ich finde, Nintendo macht das knuffig und ich mach's echt gut. Und ich krieg kein Geld dafür, dass ich das sag. Ja, ich mach das hier aus Spaß an der Freude. So. Hey, Yoshi.
Wie hat dir das Sonnenscheinstation gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? So, was sagt denn die Uhr? Ich würde jetzt gerne Cut machen. Ich habe gehofft, ich könnte vielleicht mal was mehr besorgen. Also, ich benötige folgendes 5x Q. Hast du sie auf dem Grasfeld gesehen? Versuche sie zu sammeln. Also, nächstes Spiel, einfach ein Ei danach werfen. Wir müssen jetzt Kühe sammeln auf der nächsten. Aber das machen wir jetzt nicht mehr, weil ich mache hier jetzt Cut. Und dann nehme ich noch ein zweites auf, kann ich es in zwei Teile unterteilen. Ist nicht ganz so lang das Video jedes Mal. Deswegen ist hier jetzt Schluss. Für alle, die dabei waren oder die es nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.